herzlich willkommen. Ich bin Gustav, der für das eine neue Folge von Ekel, Schmeckel, Challenge. Die Serie, in der ihr entscheidet, was ich für eine Challenge mache. Und wenn ich es nicht schaffe, gibt es eine Strafe. Weil die letzten zwei Strafen so dermaßen schlimm waren. Oh. Und ja, das waren sie. Habe ich mich entschieden, jetzt einfach mal so eine lockerere Strafe zu nehmen, sodass ich nicht wirklich hier wieder halb im Kotzen bin. Was halt auch irgendwo der Fall war fast. Alles klar, deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht schaffe, muss ich einen wunderschönen Donut einfach einmal in den Mund nehmen. Und die Dinger sind ziemlich groß, wie ihr seht. Einfach einmal komplett in den Mund nehmen. Die heutige Challenge ist... Die heutige Challenge ist von Bosniak88. Du musst dir einen random Teammate in deiner TDM-Runde suchen und ihn die ganze Zeit beschützen. Dein Mate darf nur dreimal in der Runde sterben. Darunter hat sich kleiner Kampf entfochen. Ich bin auch der Meinung, fünfmal ist schon irgendwie ein bisschen realistischer, weil dreimal ist krass, muss man sagen. Dreimal ist richtig krass. Freunde, das wird so schwer. Ich gebe mir mehrere Chancen diesmal auch wieder, weil ich finde, das ist etwas, was sehr viel Zufall hat. Ich habe hier das erste Mal mir selber einen Pulli von mir bestellt. Oh mein Gott. Ja, ich muss die auch selber bezahlen. soll jetzt keine Werbung sein? Ich... keine Ahnung. Wenn ihr irgendeinen kaufen wollt, macht das. Wenn nicht, dann nicht. Ich finde das nicht schlimm. Wilde Haare sind wild. Okidoki. Jetzt bin ich gespannt. So, wen haben wir im Team? Volker Racho ist der... Volker Racho? Oh mein Gott, der Name. Den muss ich hier nehmen. Er ist Level 1. Komm schon, ich tue mir das jetzt an. Er heißt Volker Racho. Ich liebe den Namen jetzt schon. Okay, was machst du, Volker Rach? Oh, nice, er spielt defensiv. Oh mein Gott. Er hat die Rauchgranaten geschmissen, oder? Du kleiner Witzbold. Nein, nicht einfach so reingehen. Nicht einfach so reingehen. Okay, er ist noch nicht gestorben. Nice. Ich muss den aber erstmal suchen. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Jawohl, Volker Racho. Ich feiere den Namen gerade so sehr, ne? Nein, er rennt so schnell vor, ne? Oh mein Gott. Der will es aber auch wissen, habe ich das Gefühl. Der will es aber auch wissen. Aber geil, er läuft halt außen rum. Auch sehr, sehr nice von ihm. Okay, schieß mir Raketenwerfer hier rein. Scheiße, ich bin gestorben. Ich feiere das gerade schon ein bisschen. Da ist er. Oh, er ist gerade absolut schnell. Und er läuft mit dem Raketenwerfer rum. Läuft bei ihm. Oh nein, nicht. Warum gehst du so weit vor? Lass es. Ich bin bei dir, mein Freund. Ich bin bei dir. Warte, ich gehe vor. Ich gucke für dich rein. Oh, bitte. Jawohl, Volker Racho. Ich mache ihm sogar die Kills klar, Junge. Nein, er ist gestorben. Oh. Jawohl, Volker Racho. Volker Racho. Ich komme nicht klar. Ich finde den Namen so geil. Jawohl, Volker Racho. Mach die Kills, Junge. Mach mal hier die Streaks auch und so. Nee, warte mal. Wo ist Volker Racho? Volker? Volker? Nein, er ist der Einzige, der sich umgedreht hat. Nein, nicht Volker. Nein, Volker. Was machst du denn für ein Bullshit? Warum drehst du dich denn als Einziger um? Volker. 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 Da ist Volker. Er ist schon Level 2. Nein, er wird gesniped. Ey, Mann, er wird die ganze Zeit von dem Scheiß, hier, Shadowclaw getötet. Volker. Racho. Nein, ist der nochmal gestorben? Er ist gerade das fünfte Mal gestorben. Also er dürfte jetzt quasi nicht mehr sterben, aber dafür ist er einfach nicht gut genug. Da ist auch geil, dass ich mir einfach den Level 1er genommen habe, ne? Weil Volker Racho. Einfach der Name ist zu geil gewesen. Problem ist halt echt, den manchmal zu finden. Ich finde das richtig schwer. Ich finde es wirklich schwer, den zu finden dann. Hier, Volker Racho ist hier hinten drin. Oh, oh, jetzt sniped er mit dem... Ey, der Typ ist so ekelhaft. Was? Ist der jetzt noch einmal gestorben? Ja, er ist schon einmal gestorben. Kann ich ja rausgehen sofort. Oh, ja, erste Runde gescheitert. Ich denke mal, so drei Runden sollte ich schon mal probieren dürfen, oder? Der Name war so schön, ne? Oh, drei Reiniger. Yo, mach doch keine Faxos. Jawohl, wir haben auf jeden Fall unseren Mann gefunden. Wo ist Faxos? Sie Faxos. Hoffentlich spielt er defensiv. Das ist das Einzige, was ich hoffen kann eigentlich soweit. Oh, Faxos rennt einfach in deren Spawn rein. Was machst du? Faxos. Oh mein Gott, Faxos tötet den. Ey, Faxos, das kannst du doch nicht machen. Oh. Nein. Wo ist er hin? Nein, Faxos ist gestorben. Ah. Boah, ist das eine schwere Challenge. Besonders, wenn du so Leute hast, die wie Faxos einfach nach vorne laufen. Der ist wahrscheinlich wieder gestorben. Nee, ist nur einmal bisher gestorben. Er campt einfach... Alles klar. Faxos ist gestorben. Scheiße. Er ist der schwerste von allem, den wieder zu finden. Ey, aber ich gut. Bin jetzt zweimal hintereinander ins absolut schlechtere Team gekommen. Das ist natürlich belastend, ne? 1 zu 3 steht der. Ich meine, was habe ich mir da ausgesucht? Ich nehme die halt einfach nur mit den lustigen Namen. Ich finde die lustigen Namen halt einfach lustiger. Es tut mir leid. Faxos, da ist er. Da ist er. Ich glaube, der spielt jetzt mit Haymaker. Jawohl. Er spielt wirklich mit Haymaker, ne?
Alles klar. Faxos ist schon 2. Er steht 2-5, ne? Ich meine, wen habe ich mir denn da bitte ausgewählt, ey? Das ist ja schrecklich. Die können ja gar nichts, die Leute hier. Da ist Faxos wieder tot. Runde vorbei für mich. Habe ich erstmal alle gerippt. Ach, Faxos, ey. Okay, wenn ich jetzt mal in ein Team komme, was nicht absoluter Dreck ist, das wäre auf jeden Fall so Wunsch, ne? Aber wir haben ja jetzt gerade wirklich, also selbst wenn ich gut gewesen wäre, ich glaube, wir hätten verloren insgesamt. Aber der Faxas, der hat auf jeden Fall absolute Faxen gemacht und enttäuscht hat er mich. Enttäuscht mich und seine Eltern hat er enttäuscht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die hinter dem stehen, so Sohnemann. Du wirst enterbt. Pepe. Okay, ich muss leider Pepe nehmen. So, Pepe stellt sich erstmal rein und macht nichts. Pepe ist schon tot. Das ist eine unmögliche Challenge. Wenn ich hab schon wieder das mit Abstand schlechtere Team. Pepe steht 0-2. Warum? Wie mache ich das? Warum? Ich meine, er steht 0-3. Was soll ich denn machen? Pepe. Er steht 1-4. Willst du mich verarschen? Wie habe ich das gemacht, dass ich jedes Mal die mit Abstand schlechtesten genommen habe? Zugegebenermaßen einer der schlechtesten Challenges, die ich je hatte. Muss ich jetzt einfach zugeben. War lustig, hat Spaß gemacht, so in dem kurzen Sinne. Aber ich habe es ja jetzt schon verloren. Also es war absolut Mist. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe auf jeden Fall jedes Mal jetzt das schlechtere Team bekommen. Was passiert? Pepe steht 2-5. Ich habe jedes Mal den Typen gewählt, der absolut nichts kann. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin von der Schokolade gestorben. Pepe steht 5-5. Er ist gerade. Ah, da ist er gestorben. Okay, das war's. Ja, das war hart enttäuschend. Was für eine Scheiße. Ja, das. Ja. Ihr müsst euch bei der ganzen Sache natürlich immer denken, kann man das überhaupt Menschen möglich in den ersten drei Runden schaffen, ja? Und seien wir mal ehrlich, das war schlichtweg nicht möglich. Klar, ich hatte wirklich quasi, meiner Meinung nach, hatte ich größtmöglichstes Pech, was man haben konnte. Aber es ist halt auch wirklich eine unfassbar schwere Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, selbst wenn ich kein Pech hätte, ob das überhaupt sinnvoll möglich ist, ne? Kleines anders. Jetzt zu Weihnachten gönnt ihr mir das hoffentlich. Ich sag mal, auf die Strafe, ne? Das war etwas anstrengend. Ich gehe mich mal kurz mein Gesicht waschen. So, also zwei von den letzten drei Challenges, die ich nicht geschafft habe, waren auf jeden Fall unmöglich. Und da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ich Challenges bekomme, die auf jeden Fall von mir aus auch relativ schwer sind, aber natürlich auch möglich. Man muss halt einfach sagen, das zum Beispiel war schlichtweg unmöglich irgendwo. Und bei vielleicht zu viel Zufall sogar, ne? Ich will ja, dass meine Leistung entscheidend ist. Aber für nächste Woche, ich bitte euch drum, knallt wieder eine Challenge raus. Ich würde mich richtig freuen. Einfach unter das Video schreiben. Ich suche mir dann wieder eine eigene Strafe aus. Also da habt ihr nichts zu entscheiden. Und ich wünsche euch einfach nur wunderschöne Feiertage die nächste Zeit jetzt. Ganz, ganz wichtig. Morgen ist der Weihnachtsstream sozusagen. Morgen ist der letzte Stream vor Weihnachten, dann erst nächsten Donnerstag wieder. Also Samstag und Montag fallen dann aus. Also wenn ihr dabei sein wollt, wie wir richtig geil Spaß haben, ich denke mir da auf jeden Fall noch ein paar geile Sachen aus für morgen den Stream. Und ja, also morgen 19 Uhr auf YouTube wie immer. Sehen wir uns hoffentlich. Das war lustig. Ich hatte einfach eine gute Zeit, muss ich sagen. Ich hatte einfach eine gute Zeit, wie meistens mit euch. Und im Stream noch mehr meistens. Im Stream habe ich einfach die beste Zeit mit euch. Okidoki. Oh. Oh. Faxos ist gestorben. Du wirst enterbt.